Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder bei uns seid, zu Gast bei Alfons Haider. Was wir schon erlebt haben: Songs, Bilder. Heute ist die Literatur dran. Eine berühmte Österreicherin, die mit dem Burgenland zu tun hat, weit über die Grenzen bekannt auf Servus TV mit Literatur, hat viel mehr als das. Nicht nur Theaterstücke geschrieben und Bücher, sondern sie gibt etwas weiter. Und das ist das Wichtigste für mich. Sie gibt weiter an Kinder und Jugendliche in Mattersburg und Eisenstadt. Ist Theodora Bauer. Hallo. Hallo, hallo. Schön, dass ich da sein kann. Du hast mir gerade erzählt, dass wir einander kennen, ohne dass ich es wirklich gewusst habe. Ja, das war... Ich habe mir gedacht, wo war das? Neben meinem Haus führt so ein schöner Weg in den Wald hinauf. Und da war ich noch relativ klein, 10, 11 Jahre. Und ich war im Garten und schaue hinaus und denke mir, da spaziert jetzt aber der Alfons Haider. Wo war das? Das war ein großes Flein. Das ist vor Eisenstadt. Genau. Und ich glaube, ich bin dann sogar hinaus und ich glaube, wir haben sogar ein Foto von mir. Du hast dich ein bisschen verändert. Die Brille ist anders. Ja, mittlerweile habe ich ja schon 4 Brillen in Rotation. Man muss ja ein bisschen Abwechslung haben dieser Tage, wo man noch nicht hinaus darf. Ist ja wunderbar, dass du mich überhaupt noch erkannt hast. Na, also du hast dich nicht verändert, muss ich sagen. Dankeschön. Wie wird man eigentlich so eine bekannte, anerkannte Autorin? Hast du das immer gewusst? War das immer dein Ziel? Ja, ich muss sagen, ich habe das wirklich schon immer gewusst. Ich kann mich erinnern, da muss ich so 13, 14 gewesen sein. Und ich kann mich deswegen dran erinnern, weil das in einer Zeichenstunde war und eine Freundin von mir hat mir da gesagt, und wenn du jetzt ein Buch geschrieben hast, dann will ich deine Signatur. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich da gesessen bin und mir gedacht habe, boah, irgendwann werde ich wirklich ein Buch schreiben. Aber es muss doch, das war der Ausschlag? Also nein, das war nicht der Ausschlag, aber da muss ich schon gewusst haben. Du hast schon erwähnt, ich leite Schreibwerkstätten für Kinder und Jugendliche. Das finde ich ganz besonders stark. Es ist auch wahnsinnig toll, also den Input zu bekommen. Jedenfalls, ich habe selber solche Werkstätten besucht als Kind und als Jugendliche. Okay. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Man ist da mit Leuten zusammengekommen, die sich auch alle für dasselbe Thema interessiert haben. Alle kleine Schreibnerds und wir haben alle an den Texten gearbeitet. Das war wundervoll. Und da habe ich das irgendwie schon gewusst. Und weil du mich gefragt hast, wie kommt man dazu, dass man das wird? Also es gibt, glaube ich, 2 Punkte. Man muss es wirklich wollen. Man muss es schon noch ein bisschen können oder zumindest lernen wollen. Und man muss auch Glück haben. Und bei mir haben halt alle 3 Sachen zugetroffen. Insofern, ja. Kommen wir zu den kleinen Schreibnerds zurück. Ich kann mir das so schwer vorstellen, weil heute haben wir schon die 3-, 4-, 5-Jährigen einen Laptop. Das ist ja zum wahnsinnig werden. Dass man dann Kinder wirklich dazu bekommt, auch selbst etwas zu schreiben. Und zwar nicht nur nebeneinander sitzend, dass der eine dem anderen was postet, sondern dann wirklich die Fantasie zu Blatt oder zu Papier oder in den Laptop zu bringen. Man muss sagen, das ist damals eine spezielle Gruppe gewesen und ist es heute auch noch, weil das sind Leute, die das schon von sich aus wollen. Also da prügelt man kein Kind hin, da macht man auch niemandem eine Freude, wenn man sein Kind da jetzt hinnimmt und hinsteckt und sagt, du machst das jetzt. Das muss wirklich aus dem Kind selber kommen und es war damals so, es waren Leute, die das wirklich wollten und das ist heute auch so und es ist wahnsinnig schön, mit denen zu arbeiten. Das sind Leute, die ich jetzt schon einige Jahre begleite und man hat sie auch einfach wachsen und sich auch künstlerisch weiterentwickeln gesehen. Das war wirklich, wirklich ein schönes Erlebnis bis jetzt. Wie stellt man das jetzt vor, als bekannte Autorin, du gehst durch die Welt, siehst irgendetwas und denkst, das wird mein nächstes Buch oder ist das ganz anders? Oder setzt du dich bewusst hin und sagst, das nächste Mal schreibe ich über irgendwas? Es ist ganz unterschiedlich. Es ist ganz unterschiedlich. Ich habe auch das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit variiert, weil wenn man schon sehr fokussiert auf ein Projekt, das man jetzt hat, dann sieht man alles im Hinblick auf dieses Projekt. Mhm. Aber dann ist man nicht so in dieser Bewusstseinssphäre, wo man dann aufnimmt, sondern dann ist man schon fokussiert. Aber wenn man was abgeschlossen hat und wenn man sagt, man geht jetzt hinaus und man sucht nach was Neuem, dann nimmt man die Dinge auch plötzlich anders wahr. Du hast auch eine Moderationsausbildung, weil du redest eigentlich, wir könnten Platz tauschen und sie interviewt mich. Hast du das immer vor der Kamera nie scheu gehabt? Seltsamerweise habe ich tatsächlich vor der Kamera nie scheu gehabt. Okay. Weil das ist selten. Es gibt nur wenige Menschen, die das wirklich von Haus aus auch haben. Nein, ich denke mir immer, man muss sich das selber, auch weil ich ja die Sendung auf Servus moderiere, man muss sich das selber anders sehen. Es geht ja nicht um einen, wenn man moderiert. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber man ist ein kleines Schräubchen von ganz vielen Teilen und es wird nicht funktionieren, wenn du deinen Teil nicht gut machst. Es wird nicht funktionieren, wenn der Kameramann seinen Teil nicht gut macht, wenn der Tonmann ausfällt. Also das ist wirklich eine Zusammenarbeit. Das ist auch das, was ich sehr schätze. Das ist das, was mir wahnsinnig macht bei Moderationskollegen, die immer sagen, man redet immer nur von einem, also man redet man nicht dauernd von mir, wie habe ich dir gestern in meiner Sendung gefallen?
Das ist der alte Witz, so ist es nämlich wirklich. Wirklich? Ja, und ich als Moderator zum Beispiel mag es überhaupt nicht, wenn ich moderiert werde, nämlich interviewt werde, weil man natürlich sofort die Tricks kennt, wenn jemand irgendwo hin will. Und du kannst natürlich als Moderator ausweichen. Dann die Kollegen manchmal bei mir beim OF kriegen dann immer so die Phrasen, weil es ist live und du hast nur 3 Minuten und dann weicht und weicht und weicht er aus. Also wir sind als Moderatoren keine wirklich guten Opfer für Interviews. Aber ich muss sagen, ich genieße das sehr, wenn ich mich in die Hände von jemandem begebe, der sich auskennt, wo man weiß, der kann das gut, der leitet das gut, man kann auch noch was lernen. Ich war auch einmal vor Jahren bei der Barbara Stöckl in der Sendung. Ja, und ja, genau, das war noch ganz am Anfang. Ja, ja. Und ich habe ihr zugeschaut und gedacht, pff, also die Frau, ja, die hat das drauf, die hat so eine Uhr im Blick, ja, die nur sie sieht und die macht das Ganze zack, 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 zack. Rein zufällig liegt hier ein Buch mit dem schönen Titel Chicago. Total zufällig hier drapiert. Ich kann dich nicht weglassen, ohne dass wir jetzt hier von dir, und das ist auch selten, im Fernsehen mehr oder weniger vorgelesen bekommen. Worum geht es um Chicago und was werden wir hören? Genau, also wie man am Cover schon sieht, sein altes Foto, da geht es um die Auswanderung aus dem Burgenland in die USA. Und das war eine massive Bewegung in den 1920er Jahren, die leider ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Buch geschrieben während der Flüchtlingswelle circa 2015 und habe mir gedacht, wir sollten vielleicht einmal die Sache ein bisschen anders reflektieren, weil wir waren nicht immer die Kings und die Tollen, wo alle herhaben wollen, sondern wir waren auch immer in der Position, dass wir raus mussten. Ja, das waren ja 100.000, weit über 200.000 Menschen, die gegangen sind. Die offiziellen Zahlen sind sehr schwer zu ermitteln, ja, aber es sind ungefähr 100.000 gewesen in den 20er Jahren. Ich glaube, dann danach waren es noch mehr. Das war weit vorher schon. Das haben wir viel früher schon, da hat es Burgenland noch gar nicht gegeben, sind die Leute, habe ich erfahren. Genau, da müssten wir jetzt sehen. Ungarn, also heutigen, was heute Burgenland ist, war damals noch Ungarn, Königreich, Österreich, Ungarn. Genau, genau, genau. 1887 oder so. Deswegen spielt das Buch auch 1921. Also okay, sie wandern aus einem Landstrich aus, ja, der noch nicht das Burgenland ist, beziehungsweise der gerade dabei war, es zu werden. Es hat sich keiner auskannt, was das für ein Land ist, wer sie selber sind, wie die politischen Gegebenheiten ausschauen werden in dem neuen Land. Und in dem Zeitpunkt sind sie ausgewandert. Es sind natürlich im 19. Jahrhundert schon viele ausgewandert. Es sind auch in den 50er Jahren viele ausgewandert. Und ich konnte eine Recherchereise machen in die USA und habe dort mit vielen Leuten, die dann schon sehr, sehr alt waren, gesprochen, die in den 50er Jahren ausgewandert waren. Die haben natürlich ein anderes Land vorgefunden als diese Leute. Dann schau dir mal, machen wir jetzt eine Recherchereise mit dir in dein Buch. Genau, genau. Okay, dieser Teil spielt 1921 und eine der Hauptcharaktere, Anitza, sitzt immer auf einer Bank und schaut in die Landschaft hinein. Und da sitzen wir mit ihr jetzt sozusagen auf dieser Bank. Die Anitza hat die Augen aufgemacht. Sie hat die Käfer surren gehört in den Halmen. Das kleine Waldstück in ihrem Rücken ist still dagelegen. Kein Windstoß, kein Hauch, kein Geräusch von keinem Menschen. Der Spätsommer ist schwer über dem Land gehangen. Sie hat sich nicht erinnern können, dass es Ende September schon einmal so warm gewesen ist. Die Anitza hat nichts anderes gekannt als die dunkelgrünen Hügel mit der Stadt im Hintergrund, als die langgezogenen Felder davor, als den Ort mit seinen unebenen Straßen und die Zigeunersiedlung an seinem Rand. Das ist ihr Land gewesen, das und nichts anderes. Das Wien, das sie auch einmal gekannt hat, das hat es jetzt nicht mehr gegeben. Das ist nur mehr in ihrem Kopf gewesen, mit dem Prater und dem Kaiser und der schön geschmückten Kutsche, mit den Sonntagnachmittagen im Park und ihrem winzigen Dienstbotenzimmer in der riesigen Wohnung im Parterre. Jetzt ist der Krieg vorbei gewesen und sie haben neue Länder gemacht. Sie haben Grenzen hin und her gezogen und manchmal mitten durch Landschaften hindurch. Es hat geheißen, dort vorn, dort bei Pressburg, dort hört das Land jetzt auf. Die Anna hat das nicht verstanden. Was hat das heißen sollen? Aufhören. Der Hügel ist immer noch dort gestanden und ebenso die Stadt, obwohl Pressburg jetzt in der Tschechoslowakei gelegen ist. Wo hat sich diese seltsame neue Grenze befunden? Ist sie vor Pressburg durch die Felder gegangen? Ist sie seitlich verlaufen oder irgendwo dazwischen, unvermutet in Zacken am Dorfrand vorbei? Und sie selbst? Sind sie jetzt noch bei Ungarn gewesen oder schon bei Österreich? Sind sie Deutsch-West-Ungarn gewesen oder 4 Burgenländer? Wo das doch gar kein Widerspruch gewesen ist. Wie es den Kaiser noch gegeben hat, sind sie doch immer schon bei Österreich gewesen und bei Ungarn auch. Die Anna hat sich gefragt, ob man das überhaupt können hat, ob man das dürfen hat. So einfach ein neues Land schaffen, durch einen Handschlag vielleicht, einen Schwur, eine Unterschrift. Und was dann passiert? Ob man ihn spürt, den genauen Moment, wo ein Land zu einem anderen wird. Ob man ihn spüren sollte?
Vielleicht geht dann ja ein sanftes Ruckeln durch den Boden. Oder die Luft verändert sich. Oder die Menschen schauen anders drein. Vielleicht fühlt man sich selber anders. Oder vielleicht passiert auch gar nichts. Vielleicht ändert sich gar nichts. Vielleicht ist alles so wie immer. Die Anitza hat's nicht gewusst. Vielleicht ist die Grenze ja gerade mitten durch ihre Bank verlegt worden. Genau in diesem Moment. Und die Anna hat's nicht einmal bemerkt. Wow. Dankeschön. Danke dir. Ich glaube, das ist ein Muss, meine Damen und Herren. Theodora Bauer, das Buch ist ein super Geschenk. Vor allem kann man sich es auch selbst schenken und nicht nur als Burgenländer. Stimme ich absolut zu. Stimme ich absolut Danke, zu. Dass du bei uns warst. Du Danke hast Autorin. Ein Satz. Was ist für dich 100 Jahre Burgenland? Was ist für mich 100 Jahre Burgenland? Ich finde, es ist ein guter Moment, auch gerade nach dieser Corona-Zeit innezuhalten und zu reflektieren und sich zu überlegen, wie man in die Zukunft gehen will und das dann echt kraftvoll in Angriff zu nehmen. Das beste Schlusswort ever. Zu Gast bei Alfons Heider. Nächste Woche wieder. Ich freue mich auf Sie.